Bei der Landtagswahl in Hessen hat der Amtsinhaber gewonnen. Ministerpräsident Rhein von der CDU gelang es, das Ergebnis seiner Partei deutlich zu steigern. Er hatte im Vorfeld Sondierungen mit allen demokratischen Parteien angekündigt. Und nach dem vorläufigen Endergebnis kommt die CDU nun auf 34,6%. Die Grünen erreichen nur noch 14,8%. Die SPD erzielt 15,1%. Ein historisch schlechtes Ergebnis. Die AfD wird mit 18,4% zweitstärkste Kraft. Und die FDP, die schafft den Einzug in den Landtag mit genau 5%. Die Linke kommt nur auf 3,1% und ist damit eben nicht mehr im Landtag vertreten. Der Einmarsch des Siegers. Die hessische CDU räumt ab bei der Wahl und so bleibt der alte Ministerpräsident auch der neue. Er kann mit den Grünen weiter regieren oder mit der SPD. Beide haben deutlich verloren. Es ist auch ein klarer Regierungsauftrag für die Union. Und jetzt wird man sondieren müssen, mit wem man was am Ende wirklich hinbekommen kann. Wir bieten diese Gespräche selbstverständlich an unserem Koalitionspartner, den Grünen, aber auch den Sozialdemokraten. Auch bei der AfD Partystimmung. Mit starken Gewinnen werden die Rechtspopulisten zur zweitstärksten Partei im Hessischen Landtag. Das Thema Migration hat sich für die AfD ausgezahlt. Es ist das wichtigste Thema. Wir sehen in vielen gesellschaftspolitischen Bereichen, die Masseneinwanderung hat viele Probleme nicht geschaffen, aber sie verschärft sie dramatisch. Tapfer klatschen sie die hessischen Grünen, obwohl die Verluste nach dem Rekordergebnis vor 5 Jahren erheblich sind. Nur noch viertstärkste Partei. Und die SPD um Nancy Faeser muss sich Mut machen. Sie fährt ihr schlechtestes Ergebnis in Hessen ein. Bei der FDP war es ein Hoffen und Bangen bis zum Schluss. Und die Linke muss nach 15 Jahren den Landtag in Wiesbaden verlassen. Ja, das war also ein Wahlabend mit vielen Überraschungen. Joscha Bartlitz in Wiesbaden. Wie ist denn der Tenor in Hessen heute am Morgen nach der Wahl? Dominiert da eher das Scheitern der SPD, der Wahlsieg der CDU oder doch der Rechtsruck? Ja, ich glaube, die Menschen hier vor Ort beschäftigt alles davon. Ein Stück weit vor allem natürlich schon der Rechtsruck hier in Hessen. Viele, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, naja, sie haben ein Ergebnis in dieser Art schon erwartet, dass die CDU stärkste, deutlich stärkste Kraft in Hessen bleibt und wieder wird. Und auch, dass die AfD ein gutes Ergebnis einfährt, aber jetzt als zweitstärkste Kraft mit 18,4% laut vorläufigem amtlichen Endergebnis. Das ist schon, ja, für manche erschreckend, wie sie es mir zumindest im Interview dann gesagt haben. Bei der SPD herrscht jetzt ja Aufarbeitungsstimmung, Wunden lecken. Also ein historisch schlechtes Ergebnis der SPD in Hessen. Nancy Faeser, die heute Morgen die Bundesinnenministerin schon zurück nach Berlin geflogen ist. Und da wird sicherlich auch um die Frage gehen, wie geht es mit Nancy Faeser auch als Bundesinnenministerin denn nun weiter? Denn als Oppositionsführerin kommt sie in jedem Fall nicht nach Hessen zurück. Ja, kein Direktmandat für die SPD. Spitzenkandidatin Faeser eben krachend gescheitert. Und das, obwohl sie ja zuletzt versucht hat, harte Akzente zu setzen. Zum Beispiel jetzt im Umgang mit Clans. Worauf ist denn ihre Niederlage zurückzuführen? Aus meiner Sicht vor allem auf ihre Rolle als Bundesinnenministerin und dem ja, größten Thema in diesem Wahlkampf, auch hier in Hessen, die Migrations- und Flüchtlingspolitik, die alle Menschen hier beschäftigt. Das haben auch die Analysen nach Umfragewerten noch mal gezeigt, dass das für den Großteil der Menschen das wichtigste Thema war. Und da hat Nancy Faeser eben die entscheidende Rolle gespielt, oft auch eine unglückliche Rolle oder eine unglückliche Figur gemacht und stand im ganzen Wahlkampf permanent unter Druck. Sie ist eben die Verantwortliche für diese Politik. Große Hoffnungen gab es in sie und die sind am Ende nicht erfüllt worden. Aber es ist ja nicht nur die SPD, auch die anderen Ampelparteien, die wurden abgestraft. Wie viel bundespolitischer Einfluss steckt in dieser Wahl? Sehr viel aus meiner Sicht. Bei der FDP hat man es ja auch gesehen. Die hat es hier in Hessen gerade noch knapp in den Landtag geschafft und ja, guten Morgen. Hat am Ende dann auch noch ziemlich lang gefeiert. Bis 1 ging es auf der Wahlparty der FDP, wie wir berichten und beobachten konnten. Und ja, am Ende aber haben alle Ampelparteien deutlich verloren. Die CDU hat stark gewonnen, die AfD eben ebenso. Und ja, so sieht es heute jetzt erstmal aus am Tag nach der Wahl in Hessen.
Und das Ganze hat ja dazu geführt, dass die AfD in einem westdeutschen Bundesland eben ihr stärkstes Ergebnis aller Zeiten einfahren konnte. Was bedeutet denn dieser Rechtsruck für Hessen? Na, er wird ein Stück weit auch die politische Lage hier in Hessen verantworten, den Ton im Landtag. Die AfD war ja vorher schon vertreten, aber jetzt eben mit der zweitgrößten Anzahl an Sitzen. Sie haben es gesagt, historisch gutes Ergebnis hier in einem westdeutschen Bundesland, das beste überhaupt. Und das gab es sonst nur in ostdeutschen Bundesländern. Robert Lambrude hat sich gestern extrem gefreut, natürlich über dieses Ergebnis, auch Alice Weidel, die AfD-Bundesvorsitzende. Und sie werden jetzt natürlich an Einfluss gewinnen, haben die Oppositionsführung inne. Und da wird es sicherlich einen anderen Ton geben. Aber klar ist nochmal, keine andere Partei will mit ihnen koalieren. Das hat die CDU auch nochmal klar gemacht. Boris Rhein, die Brandmauer steht, es gäbe tiefe Gräben. Und so wird es dann auf Schwarz-Grün oder Schwarz-Rot hinauslaufen. Das wollte ich gerade fragen, wie es denn jetzt weitergeht. Wahlsieger CDU hat ja Gespräche mit Grünen und SPD angekündigt. Was haben wir da zu erwarten? Ja, Boris Rhein hat angekündigt, mit allen Parteien Gespräche zu führen. Also das heißt mit allen demokratischen Parteien, SPD und Grüne. Wollte auch mit der FDP noch mal reden, aber die werden nicht in einer Regierungskoalition vorkommen. Er wird also mit Grünen und SPD sondieren, hält sich alle Optionen sozusagen offen, hat auch eine gewisse thematische Nähe, die größer ist zur SPD als zu den Grünen. Viele haben mir gesagt, dass das eher ein Zweckbündnis hier auch war in den vergangenen 10 Jahren als eine Liebesheirat. Und da wird man sehen, die Grünen ja nur auf Platz 4, also viertbeste Partei hier nach der hessischen Landtagswahl, für die auch ein Schlag ins Gesicht. Und da muss man dann mal gucken, ob es tatsächlich mit Schwarz-Grün hier in Hessen weitergeht. Joscha Bartlett, ganz herzlichen Dank für diese Eindrücke aus Wiesbaden heute Morgen.